Was? Wie? Jo, hallöchen, herzlich willkommen hier zurück auf, bei Neverwinter natürlich. Und wir haben die nächste Mission bereits angenommen. Wir müssen jetzt noch ein paar Pfeile von, suchen, finden und, abgeben. Das werden wir natürlich tun. So, wo ist mein gepunkteter Weg? Der ist da. Okay. Alles klar. Drückt und haltet die L2-Taste, um dunkle Spiralaura zu wirken. Ja, das habe ich schon getestet. Das ging sogar schon vorher. Aber es ist momentan kein Ziel gültig, weil hier kein Ziel da ist. Ja, okay. So. Die liegen doch Pfeile, wenn ich gerade... So, Pfeile, ja. So. Sehr schön, habe ich das mal aufgenommen. So, was bist du hier? Psst. Psst. Sofern ich es vermag, beantworte ich eure Fragen. Aber bitte stört mich nicht in meiner Konzentration. Sorry. Valyndra hatte beim Angriff auf Neverwinter einen Drachenlich unter ihrer Kontrolle. Erst griff er nur die Schiffe im Hafen an. Aber dann stürzte er sich direkt auf die Stadt. Meine Freunde und ich halfen Feldwebel Nox bei der Verteidigung der Mauern, als er zuschlug. Es gab eine wilde Auseinandersetzung. Aber schließlich konnten wir ihn besiegen. Das ist die Hauptsache, keine ne? Keine Ahnung, wie Valyndra an einen Drachenlich gekommen ist. Vielleicht ist sie mit dem Kult des Drachens im Bunde. Wichtig ist erst einmal, dass wir das Viech unschädlich gemacht haben. Wenn ein Drachenlich getötet wird, kehrt sein Geist in ein spezielles Phylakterium zurück. Von dort aus kann er den Körper eines anderen Drachen übernehmen und wiedergeboren werden. Der Geist dieses Drachenlichs ist noch nicht entwickelt. Ich versuche, ihn hier festzuhalten. Wenn ihm die Rückkehr in das Phylakterium verwehrt wird, können wir ihn vernichten und Valyndra einen mächtigen Verbündeten rauben. So, okay. Pfeile werden wir erstmal noch mal ein paar mopsen. So. Mit der R2-Fähigkeit musste ich mich erstmal ein bisschen vertraut machen. So. Aber Hauptsache ich krieg's hin. So, da hinten sind noch mehr. Müssen wir mal den Weg erstmal freiräumen, ne? Hier steht noch so ein Kandidat hier rum. Und hier auch. Also wenn die nicht rot sind, kann ich nicht einfach losschießen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? So. Oh, die. So, die können da hinten sein. Ich kann keine Pfeile mehr einsammeln. Habe ich jetzt schon besucht, da lagen ja schon welche. Irgendwo lagen jetzt zumindest welche und die habe ich jetzt nur versucht einzusammeln. Da fliegt hier einer einfach rum, ey. Oh Mann. So. War Healing off? Nee. So. Da hinten sind noch Pfeile, dann werden wir gleich mal testen, ob ich die kriege. So. Das sind ja keine Pfeile. Warum kriege ich die nicht? Ziel erforderlich. Aber da hinten... Ah, Moment. Eine Kiste. Alles annehmen. Angeknackster Kupferkrug und kleiner Heiltrank. Ja, natürlich. Alles annehmen. Sehr schön. Eine kleine Schatzkiste gefunden. Ist doch prima. So. Ein bisschen umgucken hier. Was wurde freigeschaltet? Ich muss gucken, was hier auf dem Feld hier los ist. Dann werden hier auf einmal so Sachen auf dem Bildschirm angezeigt, die ich, ja, so schnell kann man gar nicht gucken.
Ne, Pfeile finde ich keine mehr. Okay. Das ist dann halt so, ne? Ich habe anscheinend schon genug. Weil es steht auch da, jetzt muss ich die Pfeile im Fluss ablegen. Ich muss meinen Weg folgen. So. Okay. Ich folge dann mal den Weg. Lalilu. So. Okay. Ich bin dann mal, glaube ich, noch... Ja. Okay. 70 habe ich getroffen. So. Okay. Okay, wie muss ich die? Ich muss die hier irgendwo abgeben. Da. So. Okay. Dann schieß mal schön los. Ich spreche dann mal mit dir, ne? Wir müssen die Magier zurückdrängen. Danke für eure Hilfe. Zwar wurden die roten Magier nicht endgültig vertrieben, aber so müssen sie sich erst einmal eine Weile bedeckt halten. Jo. Das ist doch schon mal sehr schön. Und Stufe 3 haben wir erreicht. Prima. So, Brücke des schlafenden Drachen. Greifen Neverwinter an. Sie strömen aus Burg Never und über die Brücke des schlafenden Drachen. Wenn die Brücke fällt, ist das Herz unserer Stadt, die Protectors Enclave, ihnen schutzlos ausgeliefert. Ich muss mich hier um die roten Magier kümmern. Bitte helft ihr den Verteidigern auf der Brücke. Vernichtet die untoten Soldaten am Tor nördlich von uns, dann können wir es öffnen. Gefreiter Wilfred kann euch in die Stadt bringen und den Weg zur Brücke zeigen. Aber Vorsicht, diese Untoten sind aggressiver als eure bisherigen Feinde. Möge Tempest euch Kraft verleihen. Okay, danke. Belohnung, okay. Wir kriegen noch 5 EP, 4 Kupfer, was? Eine angenutzte Paktklinge? Okay. So, okay, das haben wir geschafft. Dann können wir weiter im Text. So. Okay. Drückt die Quadrat-Taste, um tödliche Flammen einzusetzen. Wenn ihr einen Gegner mit diesem Zauber tötet, erscheint eine Seelenmarionette. Okay. In der Quadrat-Taste habe ich jetzt auch eine. Ja. Okay, So. Okay, wo sind meine Pünktchen? Ich habe keine mehr. Punkte sind nie ausverkauft. Das sind die wieder. Oh, da stehen noch ein paar Männchen rum. Okay. Gefreiter Wilfried. Hallo? Okay. Wird schon wesentlich frischer als unten am Strand. Ich hab doch gesagt, warmes Feuer wird euch gut. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, warme Kleidung bringt ein warmes Herz. Ihr habt genug Skelette aus dem Weg geräumt, sodass wir es durch das Tor schaffen sollen. Linkblätter hat mir einige Heiltränke für euch gegeben. Ihr werdet sie vielleicht auf der Brücke brauchen. Okay,
War wieder ein bisschen sehr, sehr, sehr leise. Wählt einen Ort, um dorthin zu reisen. Das hast du ja schon getan für mich. Okay, dann gehen wir mal los hier. Brücke des schlafenden Drachen. Okay. Sie stecken in Schwierigkeiten, wir müssen ihnen helfen. Ja, werden wir dann bestimmt irgendwie hinkriegen, ne? So. Drückt die L3-Taste, um Schattenrutschen einzusetzen und euch in eine Schattenwolke aufzulösen. Wenn eure Ausdauer niedrig ist, könnt ihr Schattenrutschen nicht anwenden. Okay. Schattenrutschen. Wow. Mehr? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ein Ziel und es funktioniert nicht. Was soll denn das? Hä? Ja, das muss ich nicht verstehen. Wie kann ich die ganze Zeit nicht angreifen? Die kann ich auch gerade angreifen. Aber wo ist hier eigentlich jemand? Okay, da hinten sind wir welche. Ziel da, Helle. So. Stufe 4. Oh, was haben wir denn hier? Drückt so, L1 und die Quadrat-Taste, um Brut von Hader einzusetzen und dabei euren Gegner festzuhalten, während sich dunkle Schrecken um ihn herum erheben. L1 und Quadrat. Okay. Ihre tägliche Kraft kann aktiviert werden, wenn ihre Aktionspunkte von Wir schaffen es! Ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind...
Okay. Alindra! Das ist immer eine richtig böse Tante, ne? Alter Schwede. Müssen hier... Drücke die X-Taste, um Beute aufzusammeln. Okay. Oh, da sind ja noch welche. Okay. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Aber ich konnte nur noch an all die Freunde denken, die sie auf dem Gewissen hat. Berichtet Feldwebel Nox, was passiert ist. Bittet ihn, nach meiner Mutter zu sehen. Das machen wir. Aufhalten. Lord Never Ember ist kein Heiliger. Aber diese Alternative ist wesentlich schlimmer. Wenn Never Ember fällt, herrscht Valindra über Neverwinter. Sucht nach Feldwebel Nox. Er ist einer von Never Embers Wachen. Einer der Guten. Ihr müsst... Valindra! Neverwinter. Jo, das sieht so aus, als wir das Tutorial jetzt geschafft haben. Und jetzt kommen wir auch in Neverwinter an. Protectors Enclave wird geladen. Okay. Oh ja, jo ja. Wie ist das Laden schön? Oh ja, oh, wir sind da. Wow, das ist ja winterlich. Hui, ist das cool. Ei, 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 ei. Wow. Meine Güte. Oh. Cool. Cool, cool. Ah, ja. Okay. Ja. Oh. Okay. Wo führt denn der Weg lang? Hier, ne? Ja. Okay, dann mal sehen, ob wir den erstmal finden. Da ist der Nox doch. So, Feldwebel Nox. Ja. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Brücke des schlafenden Drachen. Das habe ich doch gerade gemacht. Wilfred ist tot. Himmel und Hölle. Er war zu jung für so einen Tod. Ich möchte euch für eure Taten auf der Brücke danken. Vielleicht wäre sogar die Protectors Enclave gefallen, wenn der Vorbote die Mauer überwunden hätte. Bitte, nehmt euch aus der Kiste hinter mir ein Zeichen meiner Anerkennung. Mach ich. Ein Stern, klares Fest. Trefft Simril Starguide. Gott, in Protectors Enclave. Okay.
Na gut, ich habe mal die Quest angenommen und ja, das ist die angenutzte Parkdingsbums. Wird beim Aufnehmen gebunden. Okay, anlegen plus 26 Kraft. Änderungen werden ausgerüstet plus 7 Schaden und plus 26 Kraft. Jo, Trophäe, Abenteuer eines Lebens. Okay. So, dann gehe ich mal ins Inventar und werde das mal anlegen hier. So, ausrüsten. So. Das haben wir gemacht. Brüchige Parklinge, das ist Minus. Ich glaube nicht, dass es für mich, ja, so gut ist. Unidentifizierter Gegenstand. Kann ich den, muss ich erstmal identifizieren lassen, ne? So. Bösartige Stiefel. Gegenstandsstufe 2. Okay. Ja, ist empfohlen, weil ich habe momentan nichts. Okay. Dann werde ich die auch mal ausrüsten. So. Und die kann ich auch noch nicht öffnen, weil ich brauche Heldenstufe 5. Die habe ich noch nicht erreicht. Ich habe 4. So, ich habe eine Quest angenommen, auf jeden Fall. Ah, das ist... Oh, herrlich. Ist irgendwie nice. Richtig schön. Gucken wir mal ein bisschen um und dann machen wir in der nächsten Folge dann weiter, ein paar Quests zu machen und derzeit ein bisschen mal umgucken. Ich spiele es ja schließlich das erste Mal und möchte ja ein bisschen was sehen vorher. Halle der Gerechtigkeit, westlicher Hof, okay. Ja, alles klar. Sind wir von hier nicht gekommen? Okay. Hui. Okay. General Barras. Keine Ahnung. Das ist immer nicht den, den ich ansprechen soll. Wem soll ich sprechen? Mit Feldwebel Nox sprechen. Das habe ich doch gerade gemacht. Brücke des schlafenden Drachens? Mal, das ist nicht gespeichert oder was? 7-Jährige, das soll ich dann machen. Okay. Muss ich später nochmal checken. Achso, der leuchtende Weg, der führt mich ja eh dorthin. Okay. Ja, fast vergessen. Kann ich den Weg natürlich auch finden. Na, was macht ihr hier drunter? Na? Lass mich mal mitgucken. Ich möchte auch gucken. Ach nee, du bittest jemanden an oder was, ja? Oder was machst du da? So. Ich habe ein Add-on runtergeladen gehabt. Das ist die Onyx-Kleidung. Ich habe keine Ahnung, ob ich die benutzen kann oder nicht. Und wie ich da rankomme. Ja, falls da jemand von euch dann einen Plan hat, eine Idee, wie ich da rankomme, ja, würde mich das freuen, wenn ihr mir das mitteilen könntet. Weil ich im Inventar sehe ich nichts, also ich weiß momentan nicht, wie ich da ankomme. So. Sammlung. Ach du meine Güte. Gefährten. Okay. Was ist das denn hier? Festungen. Festungs...
Parklinge. Okay. Oh, wow. Jetzt hört sich hier sehr interessant an hier. Gegenstand Stufe 125, ja. Mahlzeit. Eiswind. Ei. Damit kenne ich mich ja noch gar nicht aus. Ich habe hier eine Abenteuerbelohnung, aber wie gesagt, da weiß ich nicht, ob das das ist. Ansonsten habe ich ja nichts. Geflüchtete, wo kommen die denn jetzt her? Ausgerüstet. Angenutzte Parklinge. So. Mögen, wie komme ich jetzt? So, was ist das hier? Privat. Passive Gefährten. Ja, da habe ich momentan nichts. Ja, ich weiß momentan nicht, wie ich da rankomme. Das wäre sehr schön, um das rauszukriegen. Also muss ich wohl mit jemandem sprechen, aber ich weiß nicht mit wem, weil genauso, ich habe mich ja mit dem Arc Games da verbunden mit meinem PSN-Account. Und da soll ich sogar schon einen Gefährten, ein Reittier bekommen. Glaube ich war das, ein Reittier oder ein Gefährte. Ein Gefährte auf jeden Fall. Den soll ich bekommen. Ja. Okay. Ja, dann denke ich mal, belasse ich es erstmal hierbei und dann da ist schon mal einer. Das ist glaube ich ein blaues Reittierchen, soll ich auch kriegen. Ja, ich belasse es erstmal hierbei und dann werde ich mich ein bisschen schlau machen. Mal sehen, ob ich rausfinde, wie ich die Onyx-Leitung kriege. Wenn nicht, ja, es wäre nett, wenn ihr mir das in die Kombi schreiben könnt. Und dann geht es beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter. Werde ich erstmal die Quest machen und vor allem möchte ich gerne wissen, warum immer noch da steht Brücke des schlafenden Drachen. Das habe ich doch schon gemacht. Mit Fellbewebel Nox sprechen. Ja, okay. Ich werde das für eine machen, dann muss ich sowieso danach mit Fellbewebel Nox nochmal sprechen. Okay. Dann sage ich hiermit erstmal bye bye, bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, ne? Also freut euch drauf und schaltet wieder ein, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, ciao, ciao.